What do we want? Vor allem wir als junge Generation haben jetzt die Möglichkeit und aber auch die Verantwortung, etwas zu verändern. Wir sind die WissenschaftlerInnen von morgen. Wir sind die Leute, die die Zukunft gestalten. Genau deswegen müssen wir jetzt anfangen, uns zu überlegen, wo wollen wir in den nächsten Jahren stehen. Ich bin Scheile, bin 22 Jahre alt und wohne in Leipzig und bin hier aktiv bei Fridays for Future und Students for Future. Ich komme ursprünglich aus Aachen und bin dort mit meiner Mutter aufgewachsen, die selber aus der Türkei ist. Früh habe ich schon angefangen, mich mit Gerechtigkeit und Gleichberechtigung auseinanderzusetzen. Hallo! Meine Mutter und meine Familie hatten es nicht immer so richtig leicht. Und genau deswegen ist es, glaube ich, für mich so wichtig gewesen, Aktionen zu machen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Letztes Jahr war ich dann auf einem Klimacamp im Leipziger Land und habe gemerkt, wie sehr die Klimakrise meine Kämpfe, die ich schon vorher geführt habe, miteinander verbindet. Nämlich für eine Welt einzustehen, in der Gerechtigkeit herrscht. Und das betrifft sowohl, dass wir keinen Rassismus haben, dass wir keinen Sexismus haben, dass Menschen gleichberechtigt auf dieser Erde leben können. Wir? Ich muss auch hören, wollen. Was? Klimagerechtigkeit. Unser heutiges Motto war alle fürs Klima. Und so sind wir hier jetzt versammelt, nicht nur als Schülerinnen und Schüler, sondern als breite Gesellschaft und stehen gemeinsam hier auf der Straße. Die Klimakrise betrifft ja nun mal mehr den globalen Süden. Deswegen ist es super wichtig, dass wir Menschen, die einen Bezug zum globalen Süden haben, auch auf dem Weg mitnehmen können. This, what we are facing today, is created by how we have been living in this planet up until now. And we can only solve this not by something from the past, but we have to create something new and something for the future. Unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten funktioniert nicht. Und das Ganze basiert darauf, dass die Politik hier im globalen Norden die Konzerninteressen als wichtiger empfindet als das Leben von Menschen. Und genau deswegen müssen wir auch das System hinterfragen und schauen, wie können wir uns für eine Zukunft einsetzen, die solidarisch ist, in der wir miteinander gemeinsam fair leben können. Power to the people! The people!